Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, ich bin jetzt erstmal in dem Regionsbildschirm, weil tatsächlich, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass wir ja uns einen kleinen Vorort machen. Und da würde ich sagen, jo, nutzen wir diese Fläche hierfür. Allerdings, ja, wir machen, weil ihr seht, in unserer Hauptstadt ist irgendwie jobmäßig nicht viel gebacken. Und genau. Wir machen uns hier eine neue Hauptstadt, beziehungsweise Vorort, genau, Vorort. Einen kleinen. Allerdings brauchen wir dafür nochmal eine Supportstadt. Deswegen würde ich sagen, jo, machen wir das mal hier hin. Und hoppala. Genau. Und da würde ich sagen, machen wir das. Ich nenne die einfach nochmal neue Stadt. Ist es ja. Ist ja eigentlich für eine Supportstadt unwichtig, wie die heißt. Genau. Und ja, dann bereiten wir mal den Kram für unsere neue, für unseren Vorort vor. So, Freunde. Und ja, dann geht's weiter mit unserem Großprojekt SimCity 4. Wie es hier tatsächlich, ja. Ja, also im Bereich der Hauptstadt weitergeht, weil wir müssen halt Nachfrage generieren in unserer Hauptstadt, genau. Und für die Nachfrage brauchen wir halt, ja, einen Vorort, weil damit die Leute auch dort tatsächlich arbeiten gehen können, beziehungsweise damit wir mehr Bevölkerung in unserer Region, ja, zu Hause haben können. So, und ich denke mal, das war es auch schon. Ist tatsächlich jetzt hier nochmal so eine Leitung. Wasserleitung ist da. Okay. Das heißt, dann passt das schon. So schnell hat man sich eine kleine Supportstadt aufgebaut. Das ist wirklich krass, ne? So, dann machen wir mal hier. Klein Seebeton. jawohl, wir haben hier nämlich jetzt einen Namen für unsere neue. Für unseren Vorort gegeben. So, da war gerade was in meinem Mund, irgendwas Komisches. Und genau. Ja, obwohl, wartet mal. Ja, das ist jetzt, ja, das geht jetzt genau hier rein, ne? Wartet mal, lass uns mal bitte die Hauptstadt laden. Weil ich befürchte, dass wir jetzt hier ein Gebäude dadurch abgerissen haben, ne? Durch die Verbindung, weil die Straßenverbindungen gehen halt immer drei Felder in die Stadt rein. Ja, komm. Oder? Och nee, noch nicht mal. Okay, das sieht interessant aus. Alles klar. Naja, wobei doch, also eigentlich, wir können ja, wartet mal. Mach doch mal. Mach doch mal hier eine Verbindung hin. So, da geht eine Verbindung rein, da oben. Ah, hier, okay. Ja, alles klar. Gut, weil wir haben nämlich sonst überall die. Ah, hier geht eine Verbindung weg. Und hier oben. Okay, das muss erstmal passen. Muss erstmal reichen, weil schaut euch die Nachfrage an. Ist total, total mies, die Nachfrage. So, das heißt, wir müssen uns definitiv einen Vorort aufbauen. Ja, ich bin immer noch so voll gefressen, Freunde. Ich habe eben schon 1,5 Stunden Silent Hill aufgenommen. Was sehr gruselig war. Aber, naja, was soll man dazu sagen? Ich bin immer noch voll gefressen. Wir waren halt japanisch essen und im Buffet-Style. Und wenn es ums Buffet geht, ja, dann ist bei mir immer krass Essen angesagt. So, ja, komisch, komisch, ne? Guck mal, hier ist die Nachfrage extrem. Extrem die Nachfrage. Okay, das heißt, ich werde jetzt aber allerdings auch nur.
Ja, er ist durchschnittlich bebaut, ne? Ganz klar. Und ich werde hier jetzt auch anfangen, tatsächlich mit Busverbindung und U-Bahn zu arbeiten. Jawohl. Weil da machen wir nämlich einen Weg in die Hauptstadt dadurch. Ja, so, da kann man ja eine Verbindung herstellen, genau. Und damit die Leute halt angenehmer hier in die Hauptstadt, beziehungsweise in den Vorort kommen. Na? So, alles klar. Dann machen wir das mal so. Na, komm schon. So, dann haben die jetzt Strom, Wasser. Ja, wir müssen noch einmal importieren gleich, ne? Genau. Müssen noch einmal importieren. Nachbarschaftshandel. So. Energie 1100 Kubikmeter und hier auch 9. Okay. So. Wunderbar. Das heißt, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Ja, ich würde vorschlagen, machen wir jetzt hier mal die Einrichtungen hin. Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus und Bildung. Tatsächlich. Jawohl, Freunde. Schon voll die Schulen, ne? Das ist so krass. Und ja, wir brauchen 6000 Bevölkerung für die große weiterführende Schule. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Bei SimCity 4. Wie es jetzt hier weitergeht. Einfach mit unserem Vorort hier. Richtig cool. Und jawohl, einfach um die Nachfrage mal ein bisschen zu verstärken in unserer Hauptstadt. Ja, weil das ist ja schon gewinnungsbedürftig. So, wir machen mal einen Bäumetrick hier. So, Bäume, Bäume, Bäume. Na, okay. Nur ärmere Bevölkerung, okay. Okay, das heißt, wir haben die große Grundschule freigeschaltet, jawohl. Ihr werdet sehen, also das mit dem Vorort wird wirklich schnell gehen jetzt. Also das wird wirklich ratzefatz voll sein hier, das Gebiet. So, dann machen wir hier nochmal eine U-Bahn hin. So. Ihr werdet sehen, also das ist wirklich easy, sag ich mal so. Wirklich easy. Na, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu schnell bauen, ne? So, dann machen wir mal hier. So, das hier hin. Genau. Dann machen wir hier nochmal ein paar Parks rein. Zack, 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 zack hier. Damit ihr auch schön, dann werdet ihr euch auch nicht beklagt, dass ihr irgendwie, dass es euch hier zu dreckig ist, ne, Leute? Weil das haben wir ja in der Hauptstadt schon zu krass gesehen, dass ihr wirklich euch über jedem Mist beschwert. Vor allem die reichen Leute. So, alles klar. Dann machen wir hier auch noch mal einen kleinen Bäumetrick. So. Ah, wartet mal, die haben kein Wasser hier, deswegen. Hehe, genau, die haben kein Wasser. Ja, und dann hoffe ich mal, dass diese kleinen. Oh. Nachbarschaftshandel, Wasser. Wir brauchen mehr Wasser hier. So. Dann hoffe ich mal, dass uns diese kleine Aktion hier mit dem Vorort in der Hauptstadt hilft. Ne, ganz klar. Weil die Hauptstadt war so ein bisschen am Stagnieren mal wieder. Aber ihr seht's schon, ne? Wie krass schnell tatsächlich hier die Anwohner kommen. Ihr seht das. Also, das ist wirklich heftig. So, dann machen wir hier einfach mal weiter mit euch hier. Bushaltestelle, U-Bahn, Station. Wie? Stopp, 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 stopp.
Shit, oha. Da habe ich ein bisschen zu schnell was gemacht. Oh shit, Freunde. Oh shit, oh shit, oh shit. Verdammt. Oh Gott, ja. Was machen wir da? Oh, um Himmels Willen. Machen wir Steuern höher. Das bringt ja nicht viel. Verdammt. Wisst ihr was, Freunde? Da das unser Vorort ist, werde ich einen Cheat einsetzen. Einfach nur, um die Finanzsituation ein bisschen zu beruhigen, Freunde. Es tut mir leid, dass ich hier jetzt... normalerweise mag ich das auch nicht, aber da es hier wirklich um den Vorort geht, denke ich mal, ist das schon in Ordnung so. Wir brauchen einfach ganz schnell jetzt die Einwohner, um die Steuern zu zahlen. Boah, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das Geld so schnell leer gehen könnte, ey. Meine Güte. Wir sind immer noch 600 in der Miesen. Ja, das ist halt richtig krass, ne? So. Wow, Freunde, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir sind noch 500 in den Wiesen. Bildung, ja, Bildung. Aber das war so, ja. Es tut mir leid, Leute. Aber, das hat mich gerade überrascht. Wow. Damit habe ich echt null gerechnet. Richtig krass. Okay, wir machen einfach die Flucht nach vorne. Bauen einfach weiter drauf los. Um Himmels Willen. Ja, wir müssen echt aufpassen damit. So, so, okay, wir sind jetzt wieder fast auf dem grünen Zweig. Von daher passt das schon, Freunde. Das passt schon, das passt schon. Okay. Jawohl, ich glaube. Ja. Wir sind im Plus. Wir sind im Plus. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben nur einmal ganz, 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 ganz kurz gecheatet. Ganz, ganz kurz, Freunde. Seid mir nicht böse. Aber es war nötig, wie ihr seht. Jetzt floriert es nämlich hier. Oh, wartet mal. Was ist hier? Warum? Ah, seht ihr? Jetzt sind wir schön im Plus. Wunderbar, Mensch. Jetzt sind wir schön im Plus. Und was ist mit euch? Ihr beschwert euch wegen dem Pendel wegen. Ja, gut. Gut, wir machen mal die Bildung mal wieder ein bisschen höher. So. So, genau. So, die Schüler. Ja, ja, das ist halt klar, ne? Dass das wirklich so. Wartet mal. Ach so, ja, okay. Wir machen einfach die Flucht nach vorne, wie gesagt. Einfach was drauf losbauen. Einfach Einwohner, Einwohner, Einwohner. So, Bushaltestelle, U-Bahn-Station, bitte. So, U-Bahn. So. So, und wir machen hier eine weitere U-Bahn-Verbindung in unserer Hauptstadt. So, sehr gut. Das heißt dann aber auch, dass wir den Bildungsradius hier wieder erhöhen müssen. Schulbusse. Oh, Gottes Willen. So, genau. Machen wir hier einmal den Bäume-Trick. Ich glaube, die haben kein Wasser. Sieht man direkt, ne? Die haben kein Wasser. Oh Gott. Wir müssen wieder Nachbarschaftshandel betreiben. Oh Mann!
So. Aber, ich meine, so. Können wir jetzt hier nochmal den Bäumetrick machen, damit hier auch mehr Leute reinkommen. Jawohl, schaut euch das an. Mehr Steuerzahler für unsere Stadt, Gott sei Dank. Eieieiei. So. Okay, perfekt. So. Bäume. Bäume-Trick hier. So, weiter. Weiter geht's. Puh. Der Finanzkollaps. Ja, der wurde knapp noch, knapp vermieden. So rum, genau. Knapp verhindert. Auch wenn die hier alle braun sind. Warum? Ja, U-Bahn. Hier ist jetzt, die fahren in die Hauptstadt. Verschmutzung gering, Müll gering, Schulniveau hoch, Krankenhausniveau ist gering. Ja gut. Kriminalität gering, Verkehrsgeräusche hoch, kein Verkehr lang. Okay, ja gut. Das ist klar. Es ist halt... Es kostet halt. Ne? Nee, Leute, sorry, aber wir müssen erstmal sparen. Wir sind hier komplett in der neuen Stadt unterwegs. So. Ist halt so. Wir müssen leider erstmal einen Sparkurs fahren. Es tut mir leid. Auch wenn ihr mir böse sein werdet, aber Freunde, es ist halt leider nicht drin. Ne? Deswegen. Raketenjagen, Budget. Schwierigkeiten in die Luft. Nee, den mache ich nicht, den Stützpunkt. Weil der verschreckt Bewohner. Na, deswegen. Ich glaube, das U-Bahn-Netz, das kostet auch extrem viel. So. Warum ziehen hier keine Leute ein? So, jetzt. Bäume. So. Oha. Stromausfälle. Nachbarschaftshandel, so. So. Ja, kommt. Jawohl, okay, sehr gut. Alles klar. Wir müssen einmal Müll weiter exportieren, denke ich mal. So. Ach, warte mal, wir müssen den Baustil noch ändern. Alle auf einmal. So, dann machen wir den Nachbarschaftshandel Müllexport. Ja, sehr gut. Okay, das heißt, wir haben 3700. So, jetzt haben wir hier schon einen ordentlichen Vorort hier am Stehen. Ich würde gerne die Bildung weiter ausbauen. Aber wartet mal, ist jetzt die Frage, ne? Warum mache ich denn nicht einfach... Große Grundschule mal hier hin. Mach mal langsam. Oh, guck mal. Die Einwohnernachfrage ist weg. Okay. Dann ist klar. So, na gut. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir machen mal Steuern. Die Reichen, die brauchen wir in der Hauptstadt. So. So, da ist jetzt wieder eine minimale Nachfrage. Aber wir machen hier überwiegend ärmere Gewerbegebiete hin. So. Machen wir das mal so und so. Verbinden euch schön mit dem Verkehr. So, und dann könnt ihr mal hier in dem Bereich, in diesem Vorort hier, den wir hier haben, könnt ihr arbeiten gehen. So. Oh nein! Um Himmels Willen. Schneckentempo. So, ja, wir brauchen natürlich tatsächlich wieder Wasser aus der Nachbarstadt. Das ist so unfassbar, ne? So. Ja, sehr gut. Ich würde euch gerne endlich mal mit der U-Bahn verbinden. Geht das? Ja, noch nicht so ganz. Ach du Scheiße! ja. Hallo, wir haben doch
Lässt du uns mal bitte... Lässt du uns mal bitte Energie kaufen? Ich meine, warum habt ihr unsere Verträge gekündigt, hä? Nein, jetzt... Unser schöner Vorort. Wartet mal. Ach, Mann, ich hasse das wirklich. Wenn sie uns die Verträge kündigen, das ist immer mies. So. Na toll. Alle ausgezogen. Ja. Die Stromleitung. Wartet mal. Weil das, was ich jetzt hier aufgebaut habe, möchte ich gerne tatsächlich, ja, möchte ich gerne behalten. Also, ja. So, wartet mal. Nachbarschaftshandel. Warum funktioniert das nicht? Verdammt! Warum funktioniert das nicht? Wir müssen, glaube ich, noch einen Monat warten. So, können wir jetzt? Jetzt haben wir hier eine tote Stadt, Freunde. Ja. Die lassen uns keine Energie kaufen. Ich verstehe es echt nicht. Wartet mal gerade. Das ist gerade ein bisschen, bisschen suboptimal, was hier läuft. Warum lasst ihr uns keine Energie kaufen? Jetzt, Mann. Ne? So, zieht mal wieder ein. Los. Zieht wieder ein. Puh. Okay. Boah, wir haben unsere Stadt gerettet, Freunde. Was ist das denn hier? Aufgrund Energiemangels verlassen. Ja, okay. Boah, da haben wir Schwein gehabt. War gerade echt Schwein gehabt. So, puh, ey. So. So, dann haben wir hier neue Jobs für euch. Genau. Und jawohl, da haben wir jetzt wieder die Einwohnernachfrage natürlich gedeckt, ne? Ganz klar. Und ja. Wir machen einfach weiter mit Gewerbegebieten. So. Auch mittelbebaut. So. Gut, wir machen weiter mit unserem... Aua, das tut weh. Ach, Mann, Wasser. Nachbarschaftshandel. Ja, ja, wir brauchen immer Wasser. Das ist echt krass hier. So. Ich denke mal, wir haben auch die richtige Stadt für den... für den Müllabtransport genommen. So und so. So, ihr seht's, ne? Wir haben eine Folge fast voll und wir sind schon fast mit unserem Vorort hier durch. Aber wie gesagt, ich hoffe halt auch, dass das uns in der Hauptstadt hilft. Mit der Nachfrage dort. So, dann machen wir so, genau. Jawohl. So, schön viele Jobs hier. Oh ja, schaut euch das an. Okay. Aber wir, wartet mal, ich glaube, die müssen einfach warten, bis die... Oh ja. Bis die Leute hier gebildet werden. Bildung, mach mal bitte. So, genau. Ja. Wir müssen einfach warten, bis die Leute sich bilden. Bandagen bloß. Ja, wartet mal. Gesundheit. Ja, ja, örtliches Krankenhaus, ne? Oh Gott, wir sind wieder 200 in den Miesen. Ja. Aber so langsam, aber sicher. So. Bildung. Ja, so langsam, aber sicher wird's wieder was mit der Bildung. Attraktivität, ja. Ja, das passt aber. Lehrpersonal nimmt Auszeit.
Wir geben euch mal, was ihr wollt. 600 Enemiesen. Ja, das hier ist okay. Haben wir jetzt wieder eine Top-Polizisten vor der Moneden-Hubschrauber? Ja, den kriegt ihr später. So. Wir schauen mal, ob das jetzt hier... Ja, Bildung. Ja, wird ein bisschen besser tatsächlich. Die wird besser. Wir brauchen noch... shit. Altersdurchschnitt, ja. Verdammt. Was kostet denn hier so viel? Ja, die Bildung, ne? Schulbusse. Nee, das reicht schon so. Wartet mal, oder sollen wir hier die, wartet mal, wir haben doch, Bürgermeister-Villa und so. Stimmt, die können wir mal aufstellen. Auch die beeindruckende Bürgermeister-Statue. So. wir haben wieder Geldprobleme. Ja, machen wir Nachbarschaftshandel vielleicht mal ein bisschen Wasser weniger. Nee. Nachbarschaftshandel. Am Wasser kann man nicht sparen. Verdammt. Ja, verdammt, da müssen wir wieder hier den hier machen. Bisschen unorthodox, was das angeht. Aber wie gesagt, wir brauchen einfach Zeit, bis die Bildung greift. Weil ihr seht, ne, die Leute werden gebildeter. Langsam aber sicher, Freunde. Langsam aber sicher. Langsam aber sicher. Wir machen mal die Bildung so, genau. Damit wir nicht weiter cheaten müssen hier. So, Gefangene geben sie... Ja, okay, wir brauchen natürlich noch ein Gefängnis. Aber ich befürchte, dass wir das nicht... Doch, das können wir aufbauen. Aber müssen dann hier tatsächlich auch das runtersetzen direkt. Die öffentliche Sicherheit. Strafvollzug, wir brauchen gar nicht so viel. Wir brauchen nur sowas. Ganz minimal brauchen wir. So. Anzahl der Zellen, Anzahl der Insassen passt. So, Freunde. Jawohl. Das heißt, wir können jetzt in aller Ruhe abwarten. Oh, schaut mal da. Oh, unser erstes Hochhaus. Jawohl. Sehr gut. Ihr seht's, ne? Sobald die Bildung hochgeht, finden die Leute auch neue Jobs. So, und schon sind wir leicht im Plus. Sehr gut. Ja, Bandagenblues. Mensch. So. Wir können es ja auch hochschrauben. So. Genau, Finanzen sehen wieder, ja. Ist in Ordnung. Sollte in Ordnung sein, ja. Weil es entstehen neue Jobs. Ja, es kommen neue Gebäude dazu. Wachsende Stadt sehnt sich nach Saft schon wieder. Ja. Wir schauen einfach mal, Freunde. So zum Ende der Folge. Ob dieser kleine Vorort schon reicht, um hier ein bisschen die Nachfrage zu pushen. Lass uns das mal beobachten. Zum Folgenende hin. So. Dann gucken wir doch mal, ob das wirklich was bringt. Mit diesem kleinen Vorörtchen da. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Na? So. Verbind mal bitte die U-Bahn schnell noch damit. Mit dem. Ah, die sind schon. Okay, die sind schon verbunden. Alles klar, sehr gut. Bringt das was?
Ja, schon. Schaut euch das an. Wir haben wieder Gewerbenachfrage. Hahaha, guckt euch das an. Es bringt wirklich was. Also diesen Vorort aufzubauen, das hat's echt gebracht. Schaut euch dieses Wachstum an hier. Wow. Also ich bin echt begeistert. Wir brauchen auch wieder Einwohner. Ja, sehr cool, Freunde. Geil. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Ah, wir haben die Folge voll. Hier vorne, okay. Ihr kriegt mehr Geld. So. Ist wieder auf der anderen Seite, ne? Sau komisch. Ah, ne, ist schon hier, okay. Ja, ihr seht's, ne? Die Nachfrage ist wieder da und, Zensus. Wir haben 2 Millionen Jobs erreicht. Da seht ihr das? Alles nur durch diesen kleinen Vorort. So, das ist wirklich richtig krass, ja. Die Nachfrage ist auch wieder da. Ja, wie gesagt, warten wir einfach mal ein bisschen ab. Aber ich würde sagen, wir können in der nächsten Folge schon wieder hier die Hauptstadt weiter aufbauen. Alles klar, Freunde. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Also jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht in unserer Hauptstadt, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.